BDP ist eine kleine politische Kraft, aber nicht eine unbedeutende. Und wir müssen unsere Qualität können aufspielen. Mit der Evelyn Wittmer-Schlumpf haben wir eine Spitzenposition. Diese Spitzenposition heisst zu nutzen. Die BDP Kanton Zürich setzt einerseits auf unsere Bundesrätin als Zugpferd und andererseits auf das Thema Integration fordern und fördern. Ein Thema, das die Bevölkerung beschäftigt. Die Bundesrätin Evelyn Wippmer-Schlumpf referiert engagiert und praxisbezogen. Kompetent beantwortet sie die vielen Fragen der Besucher. Konkrete Lösungen sind bereits aufgeleistet. Also wir sind jetzt in dem Integrationsprojekt dran, wo wir auch schauen, in welchen Gesetzen wir Integration als Forderung, Förderung und Chance reintun müssen und wollen. Wir werden nächstes Jahr entscheiden, ob wir zusätzlich ein Integrationsgesetz machen. Aber wir tun auch ganz klar sagen, wo Integration spielen muss, also im Schulbereich, im Arbeitsbereich, im Sport, in den Vereinen und so weiter. Und auch die Chancengleichheit nachher dort rein. Das ist ein Auftrag, wo wir jetzt so eine Aufgabe, die wir haben miteinander, Bund, Kanton, Gemeinden, auch die private Zivilgesellschaft und zusammen mit Vertretungen von den Ausländerinnen und Ausländern. Das Thema Integration bietet einen Haufen Diskussionsstoff. Auch nach der Veranstaltung. Jung und alt sind beeindruckt vom breiten Wissen und der sympathischen Art von unserer Bundesrätin. So ein erfolgreicher Anlass ist natürlich wertvoll für die Partei. Ich denke, dass unsere Partei solche Auftritte gut kann brauchen, weil man uns natürlich dann wieder besser identifizieren kann. Und weil wir vor allem auch stolz sind, dass wir als Kantonalpartei mit so einer Bundesrätin überhaupt auftrumpfen können, bzw. auch da können, uns präsentieren können. Für uns ganz ein wichtiger Auftritt, einen schönen Auftritt und einen wertvollen Auftritt. Das zeigt einmal mehr, die Bundesrätin Evelyn Wittmer-Schlumpf ist wichtig für die BDP. Und im Gegenzug braucht sie eine engagierte Basis. Mit einer guten Arbeit in den Kantonalsektionen stärken wir uns gegenseitig und helfen somit, die Position für unsere sehr gute Bundesrätin zu stärken. Für uns ist es eigentlich täglich gute Parteiarbeit, gute Wahlen in den Kantonen. Da haben wir jetzt Erfolge gehabt. Hoffen wir können das weiterziehen. Und das sind die Voraussetzungen. Es ging wieder ein Stein im Mosaik für die Voraussetzungen zu schaffen. Nebst alles eignet sich auch Standaktionen und Weihnachtsmärkte, um auf die BDP aufmerksam zu machen. Und mit originellen Kleinigkeiten und Charme kommt man leicht in Kontakt mit der Bevölkerung. Bei den Standaktionen stelle ich mir fest, dass man als BDP manchmal nicht gerade auf Anhieb erkennbar ist. Aber wir tun natürlich selbstverständlich auch immer unsere Herkunft deklarieren. Und gerade dann, wenn wir können sagen, dass Bundesrätin Evelyn Wittmer-Schlumpf eigentlich unser Aushängeschild ist, dann kommt meistens ganz aha und sagt, ah, das sind ihr. Oder? Und das kommt eigentlich immer, das merken wir schon, viel Sympathie entgegen. Und man kommt auch gut ins Gespräch dann. Und wir hören meistens, ja, das ist schon gut, sie macht das schon recht. Evelyn Wittmer-Schlumpf ist ein wichtiger Sympathieträger von der BDP. Mit ihrem Leistungsausweis und ihrer klaren Linie ist sie für viele Leute ein grosses Vorbild. Jetzt gilt es, das positive Image von ihr und der BDP weiter unters Volk zu bringen. Mit Engagement, Sympathie und Kompetenz. Danke vielmals.